Guten Morgen! Oh, habe ich gut geschlafen, meine ich auf der Parkbank. So ein schönes Zimmer jetzt. Wir sind hier ganz frisch eingezogen in diese kleine Untergrundhütte. Es sah von außen richtig, richtig hässlich aus in Isis letzter Folge. Falls ihr die nicht gesehen habt, die verlinke ich hier oben nochmal beim i. Und wir haben uns jetzt hier ein bisschen häuslich eingerichtet. Das ist mein Zimmer. Ich finde, das ist richtig süß geworden. Die Isi, die wohnt hier direkt gegenüber. Hallo, bist du schon da? Ich habe den Tee gemacht. Hallo! Oh, bist du in der Küche? Hinter die Ronja! Oh! Hier, hallo. Bitteschön. Oh, danke schön. Trink deinen Tee, werd erstmal wach hier. Wie geht es dir? Soll ich dir die Füße massieren? Oh, soll ja, ich dir immer die doch. Schultern ablecken oder sowas? Nein, bitte die Füße, nicht die Schultern. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Guck mal, oh, das ist so süß, oder? Unser kleines Haus. Mein Zimmer ist sowieso viel hübscher als dein. Das ist ja Quatsch. Dein Zimmer hast du nur künstlich größer gebaut. Das ist einfach frech gewesen. Ja, ich habe mir am Anfang gesagt, ich reserviere mir das größere Zimmer. Und was hast du gemacht? Erstens du hast du es größer gesagt, gebaut und zweitens hast du mein Bett geklaut. Gesagt, ich mache mein Zimmer größer, du hast mein weil ich Bett in so einem kleinen Loch leben kann. Ich bin eine Maus und keine Katze. Ja, aber leben Mäuse nicht in Löchern? Ja, aber in großen Löchern. In großen Löchern? Ja! Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich bin ja auch eine große Maus. Ich habe jedenfalls Hunger. Haben wir was zu essen da oder müssen wir in die Stadt gehen? Ja, aber was denn? Was willst du denn? Keine Ahnung. Von mir aus ist hier ein Spinnenweben. Frisch Spinnenweben, frisch vom Markt. Frisch vom Markt? Können Sie die empfehlen? Haben Sie die selbst probiert, ja? Ja, habe ich. Wollen wir nicht lieber zum wirklichen Markt und da was frisch vom Markt kaufen? Ja, können wir machen. Hast du noch Geld? Kaufen habe ich. Ja, merke ich auch gerade. Nee. Also, ich habe noch ein bisschen Gold. Oh, ich. Das, komm schon, das reicht bestimmt. Hoffentlich. Oder? Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir uns mal. Ich finde es ein bisschen nervig, dass wir so weit abseits wohnen. Will nicht lügen? Yes, hier könnten absolut. Wir uns vielleicht auch mal einen Weg hinbauen oder so. Das sollten wir wirklich Zeit machen, haben. Ja. Hm. Weil das ist jetzt nicht so schön. Okay, ach, hier war der Möbelhändler. Da ja, oben. Das ist der Haru. Genau, der Haru, stimmt. So hieß Haru kennt deine Zuschauer noch gar nicht. Das Haru, kam ich in meiner genau, letzten stimmt. Folge. Dann zeige ich dir mal kurz. Das hier ist der Möbelhändler. Der hat uns alles umsonst gegeben, weil das B-Ware war. Und der ist einfach so ein Karate. Schwein und der schneidet einfach die Möbel mit seinen Händen. Und der will genau, aber Diamanten die Bäume für seine Ware. Mit seinen Händen. Der macht so, hi, ja! Und dann sind sie weg. Das ist cool. Okay, warte, wo geht's in die Stadt? Hier geht's in die Stadt. Hier geht's ich habe voll den guten Orientierungssinn. Oder es liegt daran, dass ich eine Katze jetzt bin. Meinst du, das so. Verändert meinen Orientierungssinn? Ich denke, das meinst verändert du, als so Katze einiges. Kann ich das alles erschnuppern? Bestimmt. Das klingt jetzt aber nicht so, als ob du was wollten wir jetzt in der Stadt? Oh, guck mal, hier ist die Pepper, mit der können wir ja mal reden. Frühstück, ah. Oder? Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo wir gut frühstücken können? Ja, wir sind sehr hungrig. Wir haben noch nichts gegessen. Ich habe nur Tee getrunken bis jetzt. Ja, und, besten oh ja, Tee da habe ich einen guten Tipp für euch. Das klingt doch vielversprechend. Kommt mal beim Farmer vorbei, der hat seit neuestem ganz tolles Essen. Okay, das klingt gut. Der Farmer war... Oh, die stimmt, die waren hinten, die haben ihre Felder im... Ja, ich weiß, wo es ist. Du weißt, cool. Wo es ist? Perfekt. Ach, frag ihn nach der Spezialität des Hauses. Die ist köstlich. Okay, das klingt doch gut. Was ist denn da drin? Also, nee. Weiß ich nicht, aber das klingt keine lecker. Ahnung. Danke, Papa. Okay, dann nehmen wir das, machen wir. Alles klar, danke für den Tipp. Okidoki. Cool. Hier lang, oder? Der Farmer, der war unten, gell? Ja, weißt du natürlich. Ja, das wusste ich. Mit das deinem Katzen. Ach, ich wollte gerade sagen, ich... kann uns da auch hinbringen, ne? Das musst du jetzt nicht machen. Ich habe ja, also, ne? Ja, ja, du hast die Skills. Ich habe die Skills. Wo ist der Farmer? Beziehungsweise wollte ich gerade sagen, ich dachte, ich habe die Skills. Ich dachte, die haben hier... Hier ist die Kartoffel für dich. Kannst du essen? Ich klaue jetzt keine Kartoffeln von dem Farmer. Wir wollen doch gerade was kaufen. Ich habe sie doch wieder angepflanzt. Hast du gar nicht. Du hast die in die Hand. Ich habe doch die Kartoffel hier. Ja, aber ich habe die angepflanzt und ich habe zwei bekommen, Ronja. Kannst du nicht zählen? Hier drei und dann bitteschön. Ja, ich will hier nicht klauen. Guck mal, der guckt uns hier bestimmt zu. Das ist doch sein Haus, oder? Ja, komm, Kartoffeln klauen, ist doch jetzt nicht so schlimm. Ja, ganz können wir toll. Da klingeln? Ah, da ist er. Oh doch. Ja, da ist er. Guten Morgen. Hallo. Minka, bist du das? Nee, wir sind Isi und Ronja. Isi, kommst du hoch? Ja, ja, ich gucke nur gerade, der Wald ist so hübsch hier. Der Wald ist hallo. So hübsch. Das seid nur ihr. Ihr seid neu hier, oder? Genau, wir sind gerade in die Höhle hinter der Stadt gezogen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist so ein bisschen außerhalb. Aber wir wohnen jetzt hier, genau. Aber wo ist denn seine Frau, Minka? Ist sie weg oder was? Oh, keine Ahnung. Das klingt so. Wollen wir erstmal Frühstück kaufen? Oder so? Ja, ja, guck mal, er sagt dann willkommen in unserer schönen Stadt. Was kann ich euch denn Gutes tun? Genau, wir haben von der Pepper die Spezialität des Hauses empfohlen gekriegt. Falls es die noch gibt oder ob die schon wieder raus ist, keine Ahnung. Spezialität des Hauses, das klingt so lecker. Was haben Sie denn hier Schönes? Bin gespannt. Das ist was Gutes. Zweimal die Spezialität des Hauses kommt sofort. Alles klar, vielen Dank. Oh, du hast meins. Meins. Gib mir meine.
Zimtknödel. Hinter dir, Ronja, guck doch mal hin. Oh, Zimtknödel. Okay, das klingt lecker, tatsächlich. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit Minka? Wer ist das? Minka ist meine Frau, die ist aber seit gestern verschwunden. Oh je. Weißt du was? Wir können die suchen. Das ist kein Problem. Wir gehen auf die Suche, oder Easy? Ja, wir können auf die Suche gehen. Danke und lasst es euch schmecken. Alles klar, machen wir dann. Tschüssi. Tschüss, mach's gut. Okay. Oh, lecker. Der hat richtig gut geschmeckt, der Zimtknödel. Ich habe noch keinen Hunger. Ich heb mir meinen noch ein bisschen auf. Echt jetzt? Ja. Okay, cool. Mir hat's richtig gut geschmeckt. Okay, warte, wo wollen wir denn suchen gehen? Oh, hier, guck mal, hier der ist Stadt? Ein Traktor. Oh, ich weiß nicht. Fahr den lieber nicht, oder? Ah, der fährt auch nicht. Ich brauche Fuel, der ist nicht gefüllt. Ah, wie schade. Dann kannst du nicht einfach auf den Traktor klauen. Oh, das ist mir schon unangenehm, dass du erst die Kartoffeln geklaut hast. Die da? Ach, damit wird automatisch wird was gesät quasi. Ist das so ein... Ah, aber irgendwie ist mir ein bisschen komisch, Ronja. Ich dachte, wir suchen jetzt erstmal ein bisschen die Frau, oder? Ja, wir können Minka suchen, dann genau. Dann lass uns doch mal hier... Aber mir ist wirklich dann kannst du dich danach ein bisschen hinlegen. Ja, okay, ist gut. Wo willst du denn hingehen? Oder? Ich weiß nicht, wo könnte die denn sein? Also Richtung Affenhaus würde ich ungern gehen, oder? Das ist da hinten. Ja, der war ein bisschen komisch, der. Au, okay. Ja. Blöder Kaktus. Ah, jetzt kannst du auch was essen. Jetzt kann ich auch was essen. Warte. Vielleicht ist sie hier runtergefallen? Hier in der Wildnis würde man die aber sehen, oder? Was ist, wenn wir hier ein bisschen hochklettern? Vielleicht sehen wir da jemanden? Kann sein. Ah, das ist komisch. Der Dings ist doch auch weg, oder? Der kleine Junge. Oh, Ronja, mir geht's wirklich nicht gut. Die geht's echt... Wie schlimm ist es denn? Mir ist richtig übel, wirklich. Ey, vergiss es, ich gehe nicht mehr weiter. Okay, mir ist richtig schlecht. Wollen wir zum Arzt gehen? Vielleicht kann der ja irgendwas machen. Ich will nicht zum Arzt. Komm, ich will mich nur vergraben. Ich will mich nur vergraben. Davon wird's doch auch nicht besser. Doch, mir geht's bestimmt bald besser. Komm wieder raus. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, ich komm. Weg. Easy. Mir ist nicht gut. Ja, aber okay, dann gehen wir zum Arzt. Okay, wir gehen zum Arzt. Ja, suchen wir die Minka wann anders. Oh, die ist mir so egal. Ich will einfach nur zum Job. Okay, so schlimm. Was hast du denn? Ja, mir ist richtig schlecht auf einmal. Okay, komisch. Dann, warte, wo ist der denn? Ach, keine Ahnung, geh du vor. Ich suche ihn ja, keine Sorge. Arzt. Oh, das kann sein. Ah, da hinten ist er doch. Hallo. Hey Doktor, Herr Doktor, ich muss gleich kotzen und ich weiß nicht wieso. Oh je, du siehst ja gar nicht gut aus, Kleine. Was hast du denn? Haben sie mir nicht zugehört? Muss ich mich jetzt echt wiederholen? Ja, ich kotze ist ja nicht... Ne? Mir ist schlecht. Kotzübel. Bist du irgendwo runtergefallen oder hast du dich gestoßen? Nein, ich habe was gegessen und jetzt ist mir schlecht. Okay. Ja, vielleicht lass ihn doch mal seinen Job machen. Vielleicht liegt er an was anderem. Vielleicht zu schnell im Karussell gefahren. Er hört mir nicht zu, Ronja. Ich geh zu meinem anderen Doktor. Ich hab doch auch die Knödel gegessen. Sie, Herr Doktor? Was? Hallo? Arbeiten Sie hier? Oh, nee. Okay. Irgendwas Neues gegessen oder getrunken? Genau, die... Ja. Ja. Zimtknödel haben wir gegessen. Aber Ronja aber ist nicht schlecht, nur mir. Aber mir geht's gar nicht schlecht, mir geht's super. Die waren echt lecker. Ja. Das warst nur du. Dann weiß ich genau, woran das liegt. Oh, okay. Guck mal, vertragen Mäuse keinen Zimt? Vielleicht vertragen Mäuse keinen Zimt. Kann ja sein. Oh nein! Ich glaube, Mäuse vertragen keinen Zimt. Farmer Joe haut da Unmengen an Zimt rein. Du bist wahrscheinlich allergisch. Tatsache. Oh Gott, Katzen und jetzt? Sind Zimt-immun. Ich bin das coolere Tier. Ätschte-bätschte. Angeber. Was können wir dagegen machen? Das kriegen wir wieder hin. Trink einfach diesen Saft, dann geht's dir wieder besser. Oh, guck mal, das klingt doch... Blauer Saft? Blauer Saft? Das sieht eklig nicht, aus. Medizin oder so. Medizin ist immer eklig. Wenn die eklig ist, dann weißt du, dass es hilft. Nein, ich will keine Medizin, die eklig ist. Warum denn nicht? Ehe sie eklig ist. Ja, aber dir geht's doch schlecht. Aber ich will das nicht. Mir geht's doch nicht schlecht. Easy, komm schon. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe. Das ist alles Anti-Allergie-Trank. Ich trinke das nicht. Warum denn nicht? Zum 100. Mal. Ich geh weg. Nein. Hör auf, dich zu vergraben. Das bringt doch nichts. Anti-Allergie-Trank. Ja. Okay. Oh, schmeckt lecker. Du bist so ein Clown. Der ist echt süß. Okay. Danke. Ja, ganz toll. Ich glaube, mir wird's schon besser. Mir geht's schon besser. Gut? Ja, mir geht's wieder gut. Okay, ja. Oh, die Zimtknödel waren so lecker. Ich geh noch einen holen. Easy, du. Okay, naja, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und guckt unbedingt bei Easy vorbei. Da kam die letzte Folge, die kommt bei ihr immer mittwochs und bei mir kommen die immer sonntags. Wir wechseln uns ein bisschen ab mit Hochladen und dann
können wir da vielleicht rausfinden, was mit Minka los ist und mit dem kleinen Finn. Dann finden wir die vielleicht und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!